Hi Leute, und weiter geht's hier. Sorry für den Cliffhanger letztes Mal. Ich musste aufhören aufnehmen, sonst hätte ich keine Zeit mehr gehabt, auch noch alles hochzuladen und so. Aber ja, muss halt manchmal sein. So, wir werden hier einfach weitermachen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich hier schon alles 100-mal durchmachen muss, weil die goldenen Dinger echt selten sind, machen wir daraus doch mal wieder eine Farming-Episode. Haben wir eh schon lange nicht mehr gemacht. Wir brauchen eh alles Mögliche an kleinen Teile. Deswegen können wir das ganz gut machen. Oh, fuck. Aber ja, bisher gab es ja nur einmal eine Möglichkeit, wo es eventuell der richtige war. Weiß ich nicht. Könnte sein. Sonst finde ich hier gerade nichts. Ich nehme Lys ab, weil ich ihn noch mit Wörtern aufgerüstet habe. Fürs Fangen, ihr seht gerade plus 3, plus 2, das passiert dauernd. Also, wenn wir es mit einem schaffen, dann mit ihm. Das möchte ich auch noch gern alles haben. Boah, wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Huch, Handy. Tja, gibt's auch. Ja, wir nehmen auch Handy mit. Wer sagt, dass Handys nicht zu gebrauchen sind bei Farming-Missionen? Bin ich hier nochmal einer? Nope. War nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Ich bin echt gespannt, wo es denn die eigentlich gibt. Man konnte ja, glaube ich, nicht in das letzte Gebiet. Und nehmen natürlich auch alle Früchte mit und so. Ja, irgendwie, ich meine, man spielt das Spiel ja mit der Zeit schon komplett anders als am Anfang. Ist schon schade. Also die Magie des Spiels ist natürlich schon komplett weg und ja, yeah, goldener Matsutake. Was ein bisschen schade, wirklich schade ist, also wirklich, wirklich schade. An so einem Punkt, manchmal würde ich da sogar gerne einfach mal eine Pause machen für eine längere Zeit, aber andererseits, es macht ja immer noch Spaß. Es ist nur, man hat ein anderes Gefühl beim Spielen. Oh, da kommen sie. Okay. Ihr wisst wahrscheinlich selber nur zu gut, was ich meine. So, X, B, Y, A. Gott, ich krieg das Button-Layout halt immer noch nicht hin. So, sehr schön. Bonusspiel. Wir kriegen hier zumindest ordentlich Items und Zeug und was weiß ich was. Deswegen lohnt sich schon, die Mission zu beenden. Weiche Erde vor allem. Sehr gut. Ja, gut. So. Oh, da ist auch einer. Okay. Weiß nicht, ob es was bringt, wenn wir einfach alle fangen. Bam. Das letzte Mal muss ich es natürlich dann abbrechen, was ein bisschen doof war. So. Moment, kriege ich die Button-Bombs zumindest richtig hin. Ich habe wo. Jetzt suche ich ja an der falschen Stelle oder sowas. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Auf jeden Fall habe ich hier gerade unglaublich Pech. Habe ich Pech? Weiß nicht. Vielleicht ist es tatsächlich so unglaublich selten. Kommt ja auch durchaus in diesem Spiel vor, also von dem her. So, wir fangen einfach mal alles. Cause why not? Oh. So. Weil hier nämlich natürlich auch gute Dinge drin sein könnten. Und nur weil wir gerade die eine Mission machen, müssen wir das an die anderen ja nicht komplett ignorieren. Boah. Das ist geil. Den brauchen wir sowieso. Das war richtig gut. So, manchmal würde ich solche Missionen auch gerne alleine machen, weil die anderen bringen nichts und laufen nur im Weg rum. So, jetzt mal irre. Come on. Oh Gott, das war anders? Okay, ich bin gespannt. Jetzt kriegen wir ja keinen Bonus. War das schon der goldene? War natürlich geil. War auf jeden Fall komplett anders. Yes, nice. Alles hat sich ausgezahlt. So, wir nehmen noch Spinnennetz mit, aber mehr kriegen wir gar nicht mehr. Oh. Ich wollte tatsächlich mehr farmen diesmal. Geil. Erfahrungsbonus natürlich ein bisschen. Nicht viel, aber hey. Wir haben einiges an Käfer und Zeug gesammelt. Das war echt cool. Aber hat es gar nicht so lange gedauert, wie erwartet. Und das kriegen wir wohl. Cool. Sehr schön. Dafür, dass wir den gefangen haben, kriegen wir einen goldenen. Also dürfen wir ihn letztendlich behalten. Wieso haben wir ihn dann gefangen? Naja, gut. Nicht, dass wir den ja nicht brauchen würden. Nee, den brauchen wir tatsächlich sehr, sehr gut. Von dem her. Irgendwann. Gut, wir haben auch schon welche. So ist es nicht, aber irgendwann brauchen wir die sowieso. Und bla, bli, blub.
Yeah, ich kann so viel lesen. Oh, cool. Das geht tatsächlich noch. Wartet. Muss irgendwie bekommen, dass ich weiß, welche Quest ich denn. Octopus Ballon Party, die wollte ich machen. Dankeschön. So. Es ist ein bisschen schwerer so. Ein ganz kleines bisschen. Wir nehmen einfach mal die drei Charaktere mit zum Angeln. Jopp. Wie gesagt, das wird eine Farming-Episode. Gab's ja auch schon lange nicht mehr. Und eine Angel-Episode auch nicht. Also von dem her. Das Angeln in dem Spiel macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich mag ja sowieso Rhythmus-Games und so. Ich kann euch leider die Questbeschreibung nicht vorlesen, denn sie ist nicht da. Ich wollte Wörter ausrüsten und ihr wisst ja, Wörterbug, den sie immer noch nicht gefixt haben, der unglaublich nervig ist, denn er macht es mir, er könnte eventuell es mir so ziemlich unmöglich machen, 100% zu erreichen. Ne, wirklich, also nicht unmöglich im Sinne von es geht nicht, sondern unmöglich im Sinne von what the fuck, ich müsste die ganze Zeit neu starten und so. Das wäre echt dumm, weil ich eigentlich schon vorhatte, hier 100% zu schaffen, irgendwann. Klar, es wird noch eine Weile dauern, weil... Ihr wisst selber, dass ich da sehr langsam vorgehe, leider. Ich weiß auch nicht, welche Items ich einsammeln, das ist super. Zum Glück ist da das Bild für die Octopus-Dinger und Schädelritter. Verdammt. Come on. Ich will angeln, du Arsch. So, du bist tot. Bisschen Ono. Ah, schon mit Sabo-Kleidung. So gut. So gut. Bam, bam, bam. I feel good. So oder so irgendwas. Egal. So, angeln wir mal. Warten, bis einer anbeißt. Okay, das geht zumindest. So, schauen wir mal. Ich weiß, es gab Wörter. Ah, Hilfe. Das war doof. Es gab Wörter, die mir hier sehr, sehr geholfen hätten, aber wie gesagt, ich konnte die nicht ausrüsten. Das war echt doof. Nicht ganz geschafft, aber das macht nichts beim Angeln. Das ist das Gute. Sehr viel vergebender als... Ja, da ist nämlich dasselbe nochmal mit nochmal so viel Zeit. Nur, dass wir schon einen Fortschritt haben. Das sollte auch schon... Ja, das war schon eine Krake. Noch eine davon. Dann haben wir es sogar schon. Weiter angeln? Nein. Will ich nicht. Jop. Denn das wäre doof, wenn wir die dann verlieren. Oder wegen dem Textbug verlieren. Das wäre alles ziemlich doof. Tja. Komm her, bitte. Ich beiß nicht. Wow, ultimativ slow-mo, bam. Was war, was ist das für ein Ding? Ah, ich glaube, dass da gibt's eine Szene mit Lysop, oder? Mit dem Ding, wo der die beiden Nasen vergleicht oder so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas war da. Mal, glaube ich, aber wir können den Namen nicht lesen. Nein? Der ist cool, den habe ich bisher noch nicht. Der ist, glaube ich, komplett neu. Auf jeden Fall auf dem Speicherstand. Ich weiß nicht, ob ich den schon in meinem Kurbspeicherstand hatte. Bam, bam. So. Oh, fuck. Plötzlich schneller. Na, Dankeschön. 2, 3, 4. So. Bam, 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 bam. Ja, ich versuche irgendwie mitzusingen. Ich weiß nicht wieso. Oh Gott. Naja. Das mache ich das nächste Mal, wenn er kommt. Ich benutze diese Funktion ein bisschen heftig viel, aber hey. Ja, kommt ja auch sofort wieder, also von dem her. Passiert nur recht selten, dass er dann nicht mehr wiederkommt. Vielleicht liegt das auch an dem Level des Angelns oder sowas. Gut, nochmal eine Krake. Brauchen wir immer noch die zwei anderen Schädelritter. Ich weiß nicht, ob der vielleicht hier gar nicht kommt. I don't know. Vielleicht auch nur bei Stufe 2. Das Angelsystem ist hier auch recht komplex. Von dem her. Bam, bam, badam. Bam, bam, bam. Nehmen wir. Nehmen wir.
Komm mal, den schaffen wir. Wenn ich nicht komplett versaue, dann schaffen wir das. Und das sollte ein Schädelritter sein. Das habe ich im Blut. Yeah, nice. Sehr schön. Gut. Ohne Namen, aber auf jeden Fall ein Schädelritter. Und kein Button-Mashing hier betreiben. Nope. Schön, wie die anderen beiden immer im Hintergrund spawnen. Aber von mir aus dürfen sie gerne machen. Bam, bam, bam. So. Und zu zweit geht das natürlich sehr viel einfacher. Und dann noch einen guten Vorteil, wenn derjenige, diejenige, die man mit der man spielt, auch verdammt gut in diesem Angelspiel ist, wie es bei mir der Fall war. Das war super, da haben wir bisher alles gefangen bekommen. So, und das war's auch schon. Ja, very nice. Eventuell, ja, irgendwas ist passiert. Come on. Ah, riesiger Tiefseefisch mit einem Gesicht, das wie das eines alten Mannes aussieht. Und irgendwas bekommen. Ja, gut. Sehr gut. Vielleicht muss ich mir das Game nochmal auf die PlayStation 3 kaufen. Habe ich eigentlich nicht vorgehabt zum 100% spielen. Nee, eigentlich nicht. Aber wenn das da der Bug nicht ist, dann ist das Spiel auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Denn ich liebe diese Funktion, aber es funktioniert nicht. Oh. Ich muss vielleicht mal googeln, vielleicht gibt es dafür auch einen einfachen Fix oder sowas. Egal. Falls euch gefallen hat, immer liken, falls ihr abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute. One Piece Unlimited Wando Reddo.